auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Das war ein bisschen. Dirk, als Landesligist habt ihr jetzt gerade einen Oberligisten, Aufsteiger, aber trotzdem Oberligisten aus dem Pokal geworfen. Ja, wie ist euch das gelungen? Ja, also grundsätzlich sind wir natürlich jetzt sehr glücklich, wie ist uns das gelungen. Ich glaube, durch eine sehr disziplinierte Leistung. Wir hatten einen gewissen Plan, wie wir das Spiel umsetzen wollen, weil wir am Dienstag Friedrichsthal anschauen konnten und haben halt sehr tief verteidigt, klar. Und haben aber, glaube ich, Friedrichsthal sehr wenig Chancen geboten im ganzen Spiel. Und Schlüssel zum Erfolg war natürlich die Defensivleistung. Haben sehr gut gearbeitet hinten mit den Dreien in der Mitte. Haben auch die vielen Flanken, die dann gekommen sind, gut verteidigt, zweite Bälle aufgesammelt. Und hinten raus kriegst du dann halt mehr Räume. Die haben wir dann genutzt und die Tore dann halt auch direkt gemacht und deswegen dann am Ende auch verdient gewonnen. Ja, war es eine Überraschung? Ich meine, so wie ich euch gesehen habe auf dem Spielfeld, wart ihr ziemlich motiviert. Also wie eine Überraschung sah das für mich nicht aus. Ja gut, natürlich ist es eine Überraschung gewesen. Also damit konnte man jetzt nicht rechnen. Werden wir jetzt aber auch nicht überbewerten. Friedrichsthal ist in der Vorbereitung genauso wie wir. Und die werden wahrscheinlich noch einen höheren Trainingsumfang fahren als wir. Und aus dem Grund, das Spiel hat mit unserer Runde 0,0 zu tun. Das ist eine gute Momentaufnahme. Zeigt, dass wir vielleicht auf einem richtigen Weg sind, aber wichtig war, alle Spieler konnten ihre Leistung zeigen. Die Jungs, die reingekommen sind, haben sich reingehauen und das ist eine schöne Momentaufnahme. Aber wie gesagt, es sind noch 3 Wochen jetzt und mit dem ersten Spieltag hat es 0,0 zu tun. Von dem her werden wir das heute feiern und dann relativ schnell abhaken auch wieder. Ja, es ist viel passiert in dem Sommer bei Kirchfeld. Du bist ja rübergekommen aus Malsch und hast einige Leute mitgebracht und noch mehr Leute geholt oder so. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Ja, viele Veränderungen. Wie läuft jetzt die Vorbereitung? Ja, bisher, nach dem heutigen Abend natürlich, recht positiv. Wir haben auch schon ein Spiel hoch verloren, aber es geht jetzt nicht unbedingt um die Ergebnisse. Wir hätten heute auch gut und gerne verlieren können. Das hätte uns jetzt auch nicht aus der Bahn geworfen, sondern es geht darum, dass sich die Mannschaft relativ schnell findet, dass wir ein Grundsystem auf den Platz bekommen, dass wir im Training uns das erarbeiten, was ich vorgebe und dass eine gewisse Linie auf dem Platz erkennbar ist und sich jeder da reinhaut. Wir haben dieses Jahr einen größeren Kader, deswegen haben wir mehr Konkurrenzkampf und das Wichtigste ist, dass wir alle an einem Strang ziehen und das ist wirklich so und bisher ist es der Fall und jetzt hoffen wir, dass wir so am Ball bleiben. Und dann können wir gute Dinge sein, dass wir mit großem Selbstbewusstsein hoffentlich dann in die Runde starten können. Und was habt ihr euch für die Runde vorgenommen? Nach dem Spiel könnte man ja jetzt große Gedanken haben, aber du hast ja jetzt ein paar Mal gesagt, dass man auf dem Teppich bleiben sollte. Ja, was nehmen wir uns für die Runde vor? Haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht drüber gesprochen. Also es geht erstmal darum, wie gesagt, die Mannschaft muss sich finden, die müssen sich kennenlernen, wir haben viele neue Spieler. Es muss was zusammenwachsen und was wir uns vornehmen. Wir wollen einen gewissen Fußball spielen, die Jungs weiterbringen, was dabei am Ende rauskommt. Natürlich werden wir setzen uns die Ziele, aber nicht irgendwie an einem Tabellenplatz. Wir müssen nicht ausgeben, wir wollen jetzt Fünfter werden oder was auch immer, sondern die Leistung im Training, die Leistung sonntags auf dem Platz, die werden dann irgendwie dazu führen, dass wir irgendwo landen. Und für jedes Spiel nehmen wir uns was vor, für jedes Training. Und wenn wir das umsetzen, denke ich, dass wir eine gute Mannschaft haben. Aber letztendlich kommt es dann auf den Platz drauf an. Und da hoffen wir mal, dass wir am 17.8. dann im ersten Spiel gegen Wettersbach topfit sind und gut vorbereitet. Angesichts der vielen Wechsel und Änderungen bei Kirchfeld könnte man meinen, dass man sich langfristig aber schon irgendwie was vorgenommen hat. Kannst du dazu ein paar Worte sagen, was die langfristigen Ziele sind, die der FV Fortuna Kirchfeld verfolgt? Die langfristigen? Keine Ahnung. Also ich habe gerade erst angefangen. Natürlich haben wir jetzt nicht begonnen, um ein Jahr das Ding durchzuziehen. Aber das ist jetzt ein bisschen vermessen, darüber über in 3 Jahren zu sprechen. Wollen jetzt erst was aufbauen, eine neue Mannschaft entwickeln, die ist relativ jung und jetzt schauen wir mal, wie die ersten Spiele laufen, wie wir in die Runde reinkommen. Langfristig, denke ich, hat der Verein natürlich irgendwo die Möglichkeiten von der Anlage her und von der Infrastruktur auch mal höher zu spielen, aber
das ist mir im Moment relativ egal, ehrlich gesagt. Wir schauen jetzt auf uns, auf die Mannschaft, dass es da vorangeht und was jetzt in einem Jahr ist oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dirk, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön, dir auch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.